und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal ein anderer Startpunkt, damit es nicht so langweilig wird. Wir sind schon am Weg Richtung Monte Lema. Das wären so 1600 Höhenmeter und es gibt einen neuen Trail mit vielen Spitzkehren oben rum. Mal sehen, ob wir bei der Dunkelheit heute ankommen oder bei Helligkeit. Ja, heute sind wir nämlich früher unterwegs. Nein, doch nicht, weil wir haben das Video noch schnell fertig gemacht und jetzt ist es schon wieder 11:30. Aber das schaffen wir schon. Kurzer Seeblick. Jetzt sind wir gerade warm genug zum Reinhüpfen, aber jetzt ist keine Zeit. Das will ich sehen. Juhu, Willi an der Strandpromenade. So ein Angeber. Da ist ja gar niemand, der irgendwie das sehen könnte. Ich bin niemand, oder wie? Ja, wenn ihr jetzt über Nico schaut, das ist unser Ziel. Ganz so hoch ist dann doch nicht. Ja, da! Puh! Im Hintergrund sehen wir schon wieder unser Ziel. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Essen! Na, nichts essen. Hunger! Oh Gott! Aber das Essen habe ich. So schaut es nämlich aus. So, die Außenzeit. Geht schon wieder los. Mhm. Und da ist das Ziel. Ja. Dauert noch ein bisschen. Ja, aber das sieht man schon recht gut. Ist schon recht nah. Also vor 1,5 Stunden war das schon ganz schön weit noch. Das Ziel kommt näher. Ja, das schon. Jetzt geht es dann gleich wieder schwerer wahrscheinlich. Bei uns geht es schon wieder zu Fuß weiter. Jetzt sieht man auch wieder super schön zum See. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man so eine gerade Straße. Die sind wir ganz unten hochgefahren, wo wir euch schon den Gipfel gezeigt haben. Und für uns geht es hier weiter. Ich soll mich ranhalten. Das schaffe ich schon. Hier gibt es wieder diese mega Aussicht zum Lago Maggiore runter. Ja, über unserem Gipfel hat sich jetzt leider eine sehr schwarze Wolke aufgetan. Die werden wir wohl ein bisschen beobachten müssen. Beobachten. Hallo Wolke. Es ist leider echt ganz schön windig geworden. Aber der Ausblick ist mega. Der Berg hier ist schon wirklich cool. Da wird schon wieder gefahren. So motiviert. Jetzt sieht man nochmal den ganzen See und den schnaufenden Nico. Aber hier ist fast weniger Schnee wie letztes Mal. Doch, mir kommt schon vor. Aber das ist auch dieses typische Phänomen, dass der Frühlingsschnee den alten immer so ein bisschen wegschlägt. Das Gras ist voll rutschig, gell? Ja. Das ist echt witzig. Oh, so slippery! Es ist echt rutschig. So, jetzt geht's gleich bergab. Für uns geht's da jetzt noch ein bisschen rüber Richtung Gondelstation. Und diesmal dann in den Trail, den man schon wahrscheinlich so ein bisschen rausspitzeln sieht. Mit ganz vielen Spitzkehren. Ich bin sehr gespannt, wie sich der fahren wird. Das sieht auch immer cool aus, diese alten Mauerwerke. Monte Lema. Geschafft. So, hinter der Gletscher. Ja. Letzten Meter, 2 Meter Neuschnee. Der Trail vorne runter mit den Spitzkehren ist schon deutlich schwieriger als der, den wir letztes Mal gefahren sind. Aber natürlich hat man dafür richtig gute Sicht über den See drüber und so. Weil letztes Mal waren wir dann ja doch recht viel im Wald. Und diesmal ist alles offen. Allerdings muss man sich ganz schön konzentrieren, deswegen hat man wiederum gar nicht ganz so viel von der Aussicht. Cool war es auf alle Fälle. Mir taugt sowas ja auch voll und erinnert wiederum an den Gardasee, finde ich. Also das kommt vielleicht schon so ein bisschen in Richtung Coast Trail oder so teilweise, weil es auch diese Absätze drin hat. Und ja, also hat auf jeden Fall viel Freude gemacht. Das Gasthaus, das ihr im Hintergrund seht, haben wir übrigens davor noch ordentlich unterstützt. Und zwar haben wir 2 Kuchen und 2 Cappuccino, die gibt es natürlich nur zum Mitnehmen, konsumiert. Die Kuchen waren, glaube ich, einfach nur vom Hofer. Und der Cappuccino, ja, ging schon für 28 Franken, fast geschenkt. Wohingegen wir ja im Tal diese Mega-Pizzeria gefunden haben, wo wir 2 richtig geile Riesenpizzen ebenfalls für 28 Franken bekommen. Mist, irgendwas haben wir da falsch verstanden. Aber gut, jetzt haben wir ein echtes Schweiz-Erlebnis gehabt. Was soll's. Ja, hier seht ihr, also das ist einfach
wirklich, wirklich schwierig. Man muss immer wieder aufpassen, dass man nicht irgendwie hängen bleibt. Und ein, zwei Stellen mussten wir auch tatsächlich schieben. Das habe ich euch aber rausgenommen, weil da die Kameraperspektive einfach nicht passt. Da müssten wir die sonst immer umstellen. Und ja, für 2, 3 Meter schieben lohnt sich das einfach nicht. Aber da geht es zweimal so eine geschlagene Leiter runter in den Stein. Und ja, könnte man wohl schon probieren, aber wenn es schief geht, dann tut es halt ordentlich weh. Und das haben wir uns nicht gegeben. Ansonsten war wirklich super wenig los. Eine Gruppe Biker war oben bei der Wirtschaft, die sind aber dann recht schnell weggefahren. Und obwohl die Gondel lief, ja, haben wir genau 2 Wanderer im Trail getroffen. Die waren auch sehr nett und das war es eigentlich schon. Ah ja, 2 E-Biker haben uns noch überholt beim Hocheiern. Also ja, so lässt sich's aushalten. Nur auf der Straße war diesmal fast mehr los wie letztes Mal. Keine Ahnung warum, aber ja, war schon okay. Ui, jetzt hat lässt Nico aber raus. Der kann auch Hinterrad versetzen. I just can't deny giving me the best time.
Vom Wetter her war es echt wieder mega gut. Diese schwarze Wolke hat sich ja zum Glück auch wieder aufgelöst. Und so mussten wir uns diesmal oben nicht mal umziehen. Die Sonne und der Wind hat uns schon getrocknet. Und ja, gut, leichte Jäckchen haben wir schon angezogen. Aber in München haben wir gehört, 8 Grad und Nieselregen oder so ähnlich. Dagegen haben wir es ganz gut erwischt, würde ich behaupten. So das Mittelstück vom Trail und da kamen auch einige Felsplatten, Rockfaces, wie man nicht so schön sagt. Und das war echt richtig cool, die haben sich gut fahren lassen und ja, da fühlt man sich gleich hochalpin, auch wenn es gar nicht so ist. Also das ist schon immer mega und ja, da seht ihr sie jetzt auch gleich. Wo ist sie denn? Platte, komm schon. Da, genau. Also damit hat es begonnen, aber da kamen dann wirklich einige und ja, das macht so richtig Freude. Die Marmolata ist da auch richtig cool. Da ist auch ein Video online. Könnt ihr euch vielleicht auch mal anschauen, wenn ihr wollt. Finde ich.
so? Ja. Boah. Und unten raus ist es dann eigentlich wieder ziemlich einfach und zum Teil sogar richtig flowig geworden. Da konnten wir es nochmal ein bisschen laufen lassen. Also von dem her eigentlich perfekt. Erstmal schwer, dann so mittendrin und zum Schluss richtig schnell. Allerdings muss man auch zugeben, wir haben den Rest dann irgendwann auf der Teerstraße runter verbracht. Da hätte man wieder rüberqueren können in den Trail, in den gebauten, wo wir letztes Mal schon waren. Aber dazu waren wir diesmal zu faul. Wir dachten nämlich, wir können nochmal einen Einweggrill kaufen. Allerdings in den kleinen Supermärkten gab es noch keinen. Dafür ist wahrscheinlich noch nicht Sommer genug. Aber gut, nächstes Mal werden wir besser vorbereitet losfahren. Und ja, hier seht ihr es an der Mauer entlang. Voll Flow eigentlich dann schon. Also nochmal richtig cool und ziemlich schnell. Ja.
Schlitten. Nachdem wir den Campingplatz diesmal ja nach der Pizzeria ausgesucht haben, können wir mit der Pizza direkt zum Platz fahren. Hunger. Mahlzeit. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und so läuft dann der Feierabend bei uns ab mit Videos. Muss man die erstmal rüber kopieren. Und da grinst er. Ich esse meine Gummibärchen. Was macht ihr drum? Also Süßkram? Schoki.